Du hast ein Startkapital von 2000 Euro und legst es bei einfachen Zinsen von 2,5% an. Frage: Wie viele Jahre musst du warten, bis die Summe sich verdoppelt hat? Zuerst schreiben wir alles auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital 10.0, das sind diese 2000 Euro. Angegeben wird auch hier der Prozentsatz, klein p beträgt also 2,5. Angegeben wird auch das Endkapital, cn soll also das Doppelte vom Startkapital sein, also 4000. Gefragt wird die Anzahl Jahre, klein n. Da es sich hier um einfache Zinsen handelt, nutzen wir diese Formel, in der wir alle bekannten Zahlen einsetzen. So stoßen wir auf diese Rechnung. Was wir suchen, ist diese Zahl n. Also müssen wir versuchen, diese Gleichung nach n aufzulösen. Dazu nimmt man zuerst diese 2000 da weg, rechts multipliziert diese Zahl, dann setzen wir sie links rüber, wo sie teilt. Und somit stoßen wir auf diese Gleichung. 4000 geteilt durch 2000, das macht 2. Und diese 1 setzen wir noch rechts rüber. So haben wir rechts 2 minus 1, also 1. Diese 100, die links alles andere teilt, setzen wir noch rechts rüber, dann multipliziert die da. Und diese Zahl 2,5, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, setzen wir rechts rüber, dann teilt die da. Und somit haben wir die Gleichung nach n aufgelöst. Jetzt brauchen wir nur noch dieses Produkt zu berechnen. Das können wir dem Taschenrechner eingeben. Bruch 100, Kursortaste einmal nach unten, geteilt durch 2,5, Ist-Zeichen, hier steht 40, also die Zahl n beträgt 40 und deshalb wissen wir, dass wir 40 Jahre lang warten müssen. Die Aufgabe ist beendet.